Automatisches Zielen, das braucht doch kein Mensch, Mann. Es ruckelt nicht, selbst wenn man nebenan wohnt. Bist du schon zu Hause, Buschi? Nein. Dann bist du noch in der Uni, oder? Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Plus eins. Plus ein Schaden, oder was? Wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Oh, Waffenkammer. Wie Waffenkammer. Geh mal zur Seite hier. Ja, mit dem Lass uns mal den Gorilla machen. Bewege den Cursor in den grünen Bereich, drücke dann linke Maustaste. Schritt 2, drücke E, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Ah, okay. Ah! Alles klar. Oh, da liegt ein MG drinne! Buschi, ich werde nicht wiederholen, was du gerade gesagt hast. So, da tauschen wir doch mal. Wann sehe ich denn, welche Waffe hier besser ist? Sieht man das überhaupt? So, in der Waffenkammer liegt nicht mehr? Ernsthaft? Ich hab, hä? Ein HP? Das ist ganz schön wenig. Komisch. Das ist... Ah ne, das Overlay geht bis zur Kamera, ich wollte gerade sagen. Ja gut. Mach's dir mit dem Rauch, Papisch! Scheiße, Mann, die Kerle meint's ernst! Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Nam. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Ja, super. Zur Dunkelheit jetzt noch rauf. Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Ja, und schon sind wir bei der Mafia und sind sauber geblieben. Großartig. Sieht aber auch aus, Alter, der Junge. Da weiß ich. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Vernimmt sich wieder Let's Stasi, schmeißt die Flaschen durch die Gegend. Hey, ist das eine Schuss?
Route festlegen. Öffne die Karte mit Tabulator und lege mit linker Maustaste den Zielort fest. So. Klicke auf der Karte auf die Ziele, um den Auftrag auszuwählen. Da will ich hin, ja. Das war ja leicht. Warum sind denn die Farben so komisch? Soll das so sein? Okay. Und Sammy, geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstürzt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. Sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Warum sind denn die Farben so dunkel? Seit der Sache mit Mama... Ach, scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Halt. Er wird froh sein, wenn du da bist. Ich laufe einfach über den Zebrastreifen. Weil die Grafik ist schon ziemlich geil. Aber irgendwie sind die Farben gerade ein bisschen komisch. Soll das so? Ach so, das Lichtspiel hat sehr, sehr große Auswirkungen auf die Sichtbarkeit. Verdammt, du verkratzt ja den Lack! Alter, die Kameraführung. Ah, die blauen sind bestimmt Bullerei. Man möchte ja auffällig fahren, weil ein Schwarzer am Steuer wird immer gern mal angehalten. Zumindest auch zu der Zeit. Nein, es wird nicht Nacht. Das ist irgendwie ganz komische Tagesbeleuchtung hier. Polizeibeobachtung. Die Polizei greift dich an, wenn du in ihrem Sichtbereich Verbrechen begehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen Verkehrsregeln verstößt. Die Polizeibeobachtung wird durch eine blaue Markierung an der Bildschirmmitte angezeigt. Erinnerst du dich noch an Marty und Ron Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, Alter, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich hab ja gesagt, ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls, vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für hier unten. Glaub nicht, dass Sammy da scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt, geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sal sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann's vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Ward. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wir ihm seinen Anteil geben. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber H ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei teilen. Bild etwas heller stellen wäre zurück und denk eine Runde nach. Ja, gut. Nee. Schon klar. Ich guck mal, ob ich hier noch was einstellen kann. Sieht es schon fast zu überstrahlt bist, ich, aus, aber wir schauen in diesem neuen Laden im Frenchwort vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. Alter. Die waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. Hängebrüste. Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Haha. Regine? Ups. Glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit dir ausgehen. Holen sich alle. Komm, wir gehen vorne ran. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Vor allen Dingen, wie einfach aufgehört zu reden. Okay, so ist die Qualität besser, ja. Ist halt nur ultra hell, wenn ich in die Sonne gucke. Krasser Scheiß. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mordsnigger, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, alter Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. Hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken bekomme. Den Kornwhisky hast du ja immer schon geliebt.
Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Komm hier. Hey. Hi. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Ich hab für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank. Ich hab überlegt, ob ich vielleicht Untertitel noch ausblende. Okay, wer säuft dich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld. Tut mir leid, dass das Tür abgeschnitten ist in der Webcam, Martin. Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir. Und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss dadurch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig weich in der Birne gemacht, ne? Könnte sogar sein, dass du dadurch völlig weich in der Birne geworden ist. Der Krieg hat ja die Leute merklich immer verändert. Schön in einem feuchten Loch schlafen. Erstmal gucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Klopapier. Notfallklopapier sollte man immer haben. Irgendwie wundert mich aber, dass man hier nicht sprinten kann. Dafür hat er so schon relativ schnell einen Schritt drauf. Ich hoffe, dass der ein Playboy-Bunny, what the F, ich hoffe, dass der Patch rauskommt für den PC, dass der 30 FPS-Lock aufgehoben wird. Es ist wirklich ein Playboy. Da wird er sich doch jetzt gleich ins Bett legen und ein bisschen schlafen. Gehe ins Bett. Keine Ahnung, ob man dem Playboy Bunny überhaupt benutzen kann. In irgendeiner Form, lesen oder so. Ein Tresor. Naja, gehen wir mal ins Bett. Hallo Josi, tut mir leid, dass ich zocke, während du deine Hausarbeit schreiben musst. Grüß dich, Erik. Ja, ein ruckelfreier Stream. Deswegen bin ich zu YouTube Gaming erstmal rübergegangen. So. Immortal-Spiel. Ich meine, es hat ja was von GTA, aber ich finde das Setting viel interessanter als GTA. Bin ja schon immer auch Mafia-Fan gewesen. Wir pfeifen kohlemäßig aus dem letzten Loch und zahlen Lebensmittel für das ganze Viertel, so eine Scheiße. Hör auf, so zu reden.
Das wäre nie passiert, wenn du auf mich gehört hättest. Was ist denn passiert? Mach du dir keine Sorgen darüber, Lincoln. Ich habe alles unter Kontrolle. Unter Kontrolle? Verdammt nochmal, mach die Augen auf! Junge, ich warne dich nicht nochmal! Ganz wie du willst, alter Mann. Lass ihn gehen. Der beruhigt sich wieder. Willst du mir sagen, wieso er sich so aufregt? Wir haben Probleme mit den Haitianern. Aber wie gesagt... Kein Problem, ich bringe alle um. Alles unter Kontrolle. Okay, alles eingeladen. Ich denke, wir haben genug für... Soll ich später wiederkommen? Zur Feier, dass du unversehrt heimgekehrt bist, habe ich Pater James eine Spende zukommen lassen. Und zwar Nahrungsmittel, die er an bedürftige Familien verteilen kann. Vielleicht willst du mir helfen, Lincoln, dann kannst du dir dein Viertel mal ansehen. Wie ernst ist die Sache mit den Haitianern? Du kennst doch Alice. Wenn den mal einer schief anschaut, flippt er doch immer gleich aus. Also dann, ich komm später wieder. Quatsch. Lincoln muss mal raus. Hab einen schönen Tag. Außerdem ist doch gut, wenn ihr ein bisschen Zeit zusammen verbringt. Die rauchige Stimme des Pastors. Die Leute warten schon auf ihr Essen. Johnny. Oh, ich habe Lincoln oft gesehen, seit seiner Rückkehr. Er wollte raus aus der Stadt, hat er mir erzählt, nach Kalifornien rüber. Irgendein Freund aus der Army hätte ihm einen Job bei der Mare Island Werft verschaffen können. Er ist nur zurückgekommen, um sich von Alice und Sammy zu verabschieden. Aber dann hat er mitbekommen, dass Sammy Ärger mit diesen Haitianern hatte. Und so entschied er, sich zu bleiben. Diese Haitianer sind richtig üble Typen. Doch er wollte Sammy helfen. Was auch der Krieg aus ihm gemacht hatte. Er war loyal wie immer. Loyalität ist das A und O. Muss ich eigentlich den Kopf wegducken, wenn da sowas reingeflogen kommt, damit man es lesen kann. Ich denke, als Schweißer arbeiten. 3 Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du es Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Alter, mit den Oberarmen. Da zerdrückt er doch die Teller, Alter. Grüß Sammy von mir, Lincoln. Mach ich. Nächste, bitte. Warme Mahlzeit, warmes Herz, ganz gewiss. Danke. Wie war dein Tag? Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, Ma'am. Erst 2 Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Schrei doch nicht so rum. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Der Tosen. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen braunen Augen wieder zu sehen. Oh, ich wusste doch, es gibt mich Ärger. Du bist meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Lincoln, es gibt Ärger! Renn weg, Reggie! Alter! Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Über Deckung springen. W und Leertaste. Auf die Fresse! Komm her, Junge! Ach so. Man muss ohne die Maus kämpfen. Er hat ihm erst mal das Genick gebrochen. Gibt's auch mit E? Nee. Hock. Hock. So. Lass mich die Waffe aufheben. Verdammt. Was zum Teufel?
Voodoo-Scheiß oder was? François Papadoc Duvalier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Macoute und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gang. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor 6 oder 7 Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer es war, die Haitianer. Dann waren die Bâtards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für einen riesen Schuldenberg bei Selmacano. Wir können ihn seit 3 Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice, ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den 20ern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da ausgehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu es bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Ja. Die solltet ihr nie alter, unterschätzen. Den Oberkörper von dem Typen sehe, sehe ich hier nur einen, der heftig drauf ist. Alter. Celui qui sait, diverse celle, suscite l'hostilité. Ich glaube, ich werde jetzt mal die Untertitel ausschalten. Das nervt, gerade wenn so eine Sprechpausen sind. Kann man schon vorher lesen. Das ist irgendwie so, wie so ein Spoiler.